je öfter ein Fahrer einen Kurs präpariert, wie hier jetzt am Tegernsee, der Michi hat das schon öfters gemacht, reichen eigentlich Anweisungen, denn er weiß, was zu tun ist. Zum Präparieren ist immer sehr schwierig die Startsektion, weil das sehr kleine Elemente sind. Da muss man wirklich mit Gefühl und sauber arbeiten. Dann haben wir natürlich die Banks, die sehr viel Schnee brauchen, wo man sehr viel Schnee zuschieben muss. Und die Sprünge, die einfach vom Absprungwinkel passen müssen und einfach sauber abgeschnitten werden müssen, dass die Athleten auch erkennen, ab wann bekomme ich Luft und ja, dass es einfach gut zu fahren ist.